Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute den Prolog von Anthology auf 4 für euch. Und zwar kommt das Full Game wohl im Januar 23 raus und wir schnuppern doch jetzt mal in den Prolog rein. Your name is Nathan Soren. You came to a special place that means a lot to your family. You're here to fulfill the last will of your dead brother. This is your story. Okay. It's a bit fucking scary, isn't it? Yeah, it's very scary indeed. We're riding in the middle of nowhere with your junk. Are you not afraid that a little girl will jump on the road, we will crash, and then you will wake up in some silent city or something? At least I won't have to listen to you. What's that here? Silent Hill Anspielung? Is it here? It's not far behind this hill in front of us. You could have driven closer. The car could do it. Don't complain. A little walk didn't hurt anyone. It's not even cold. It's always warm here. It's weird for such a climate. Beautiful view. Krass, was für eine Belichtungszeit muss das sein, ey. This is a place our parents told us about. Der Jedi Anish. They camped in this valley. They would definitely like to come back here, if only they were alive. When I die, will you scatter my ashes here? I would like to be close to them. Sure, but aren't you too young to die? For fuck's sake, are you recording this? Yep. I wanted to commemorate the moment. Oh, screw you. Yeah, fuck you too, Ethan. But for real, this place is really important to me. Ethan. You promise me you'll do it? I promise. Thanks. Okay. Promise me to take Let's go. In. To this place, James. Tja, schön. Und da sind wir, ein Jahr später. Wunderbar. Toll, mit der Asche unseres toten Bruders. Drive down the valley. Okay, gut, dann fahren wir mal runter ins Tal. Geile Ecke irgendwie. Wo ist das? Tja, wo ist das? Neuseeland? Island vielleicht? So, tappen wir mal. Take the orange from back of the car. Alles klar, machen wir. So, wir holen uns die Urne unseres Bruders. Eine plötzliche Entsättigung sagt uns, es ist ein Flashback. Oder ein Geist. Who knows? Okay. Er hat auf jeden Fall ziemlich amtliche Ladebildschirme hier immer. Go to Ethan's Memorial. Plague. Ja, hier sind unsere Eltern begraben. Charlotte und Aiden. Charlotte und Aiden. Und hier ist unser Bruder. Ah, fuck, Alter. 24. Das ist kein Alter. Schrei, Alter. Tja, man, überlege sich mal wirklich irgendwie, du musst die Asche wirklich deines toten Bruders irgendwie verstreuen. 24. Ist doch scheiße. So, und hier habe ich ganz massive, ganz massivste The Forest Flashbacks hier, wenn ich das Ding sehe. Ich sag gleich erstmal einen Tennisball hier irgendwo suchen. So, was haben wir denn noch hier für einen schönen Verschlag? Was ist das hier? Aus, Alter. Weil wer baut sowas hier? Und warum, Alter? Warum? Schaut euch mal um. Was fällt euch auf? Hier steht nicht ein scheiß Baum. Nicht ein Baum. Irgendwie muss alle dran gekachelt worden sein. Ich meine, so sieht so aus hier, die drei Bretter und die Wellpappe, aber was, ich meine... Hier so ein abgebranntes Auto. Warum? So ein übermoostet, kaputtes, verbranntes Auto. Ist das explodiert? Ich meine, warum stellt man ein Auto hier hin? Und ist er nicht von alleine so kaputt gegangen? Hat man sich gedacht, komm, das finden wir an. Das wird geil. Oder was? Hier ist noch ein Kellereingang. Hallo? What? Check where the sound came from.
Okay. Ist das lauter? Von hier, oder? Ja. Okay, können wir noch klettern. Oh, die Ladebildschirme sind schon... Die machst du noch weg in der Vollversion, war, oder? Nokia, Alter. Nokia. Moment. Moment. Is it the same? Is it the same? Ach, wie geil. Nee, ist tatsächlich der Nachfolger noch. Ach, wie cool. Ich geh mal ran. Hat immer noch Akku, klar. Liegt da seit 20 Jahren. Und ist kaputt. Aber funktioniert halt ein scheiß Nokia erstmal. Oh. Das war ein Fahrstuhl? Jetzt sah nicht aus wie ein Fahrstuhl. Was ist denn los jetzt hier, Alter? Das war doch kein Fahrstuhl, da war doch kein Fahrstuhlschacht und nichts. Das war doch einfach nur so ein Bumster Bretterverschlag. Was soll das jetzt? Hallo? Hallo? Was ist denn hier? Silent Hill 4 oder was? Oh, okay, wir haben eine Pistole. Aber ey, Alter, Silent Hill 4, komm. Okay, gut. Ich lege dir mal als Hommage aus. Und? Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Why don't you answer? Ja, was? Oh, oh, Alter, 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 was ist los mit ihm? Alter, der schießt auf uns. Gut, ey, what, run to your car. Oh, shit. Alter, der schießt voll auf uns. Warum? Du Penner. Bin ich die Waffe runtergekommen und verteilt? Okay, gut. Und willkommen bei Modern Warfare 4. Protect yourself. Unterhitze? Kann doch noch nicht mal, kann doch nicht mal zielen. From the hip? Kann ich hier nur. Von wo kommt er? Von wo kommt er? Da. Bitch! Da! Okay, ich fliehe in cineastischen Bildern oder was? Oder in cineastischen Cuts? Also die Bildsprache ist komisch hier in dem Film. Und? Ja. 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 Find the shelter und halt yourself. Nö, ich stehe jetzt hier an der Karre, bis sie explodiert. Warum fängt die sofort an zu brennen? Was ist denn für eine Kacke? So, da vorne können wir da hin. Sollen wir da hin? Alter, wo sind wir denn hier? Boah, das ist ein Mistwetter. Gott sei Dank haben wir gerade den Actimel getrunken. So, mal schauen, ob wir da Platz, also nicht Platz, sondern Schutz finden. Wir rennen übrigens gerade. Die ganze Zeit schon. Er ist nicht so der Schnellste. Ah, okay, hier ist auch so ein Kellerverschlag. Hallo? Die Ladebildschirme sind nicht geil, Alter. Die Ladebildschirme sind nicht fancy. Mach die bitte noch weg in dem Endspiel. Also im Fullgame bitte. Ah, Akku-Lag. War gut zu bezweifeln, was wir empfangen haben, ey. So. Wait out the storm in the shelter. Alles klar. Gut, jetzt verbringen wir ein bisschen die Zeit hier. Regnet auch nicht drin. Pumpensystem. Also kein Pumpensystem, Rohrsystem. Und, keine Ahnung, irgendwie. Na. Eine 2000er Schraube liegt da unten. Wunderbar. Schön. Kann man machen. So, jetzt warte ich ja bloß noch auf die Europaletten, die irgendwo rumliegen. Take a rest. Ja, wie, was soll ich ein Schläfchen machen? Hier? Ich glaube ja wohl nicht. Hier ist eine Tür. Da
eine Riesenklinke, aber nichts geht. Hier ist auch wieder so ein Kellerverschlag noch. Der Keller im Keller sozusagen. Okay. Soll ich mich jetzt hier auf die Dämmwolle schmeißen oder was? Oder hier? Ja, dann schmeiß ich mich mal auf die Dämmwolle hier. Wunderbar. Oh, da ist jemand noch auf den Nachteimer gegangen. Aufs Nachttöpfchen. Okay, ist klar. Cool. Gott sei Dank haben wir nicht Schnupfen. Hat uns jetzt gerade wirklich jemand den Mund zugenäht oder was? Im Schlaf. Run away from shelter. Ja, schönes Ding. Rennen wir mal weg. Ach, schön. Hier war mal eine Treppe und ein Ausgang. Der ist jetzt weg. Find another way outside. Ah, das ist ja schön. Das ist ja schön. Probieren wir mal hier die Tür. Wo ist meine Pistole? Wo ist meine Pistole? Habe ich ein Inventar? Habe ich hier irgendetwas? Another way outside. So, okay, was ist das? Find a way to break the padlock. Warte mal einen Moment mal, hier habt ihr was stehen sehen hier. Ist das? Jawohl, gibt da nicht so ein bisschen Bewährungsstahl. Ja, schön flexibel. So breche ich auch mal vorherigen Schloss auf, indem ich einfach nur rinschiebe quasi. Nicht Hebel, sondern schieben. Ist ganz wichtig. Einfach nur sinnlos rinschieben. Und dann geht's super auf. So. Check the lower floor. Puh, na klar, das Ding noch jetzt wird die Etage nach unten. Muskelkeller, schön. Okay, find the iron door key. Okay, wo soll der sein? Wo ist jetzt bitte der eiserne Türschlüssel? Ist da? Ach, hier hängt er. Schau mal. Schau mal. So, okay. Ach so, das kann man doch auch einblenden irgendwie. Warum muss ich denn immer tabben hier irgendwie? Find a way to escape. Hallo? Schön hier mit dem Backstein, mit dem roten. Finde ich gut. Hey. Na? Was soll ich jetzt hier? Was, wer baut denn... Wer zieht denn da ein Stromkabel so und macht hier eine Lampe hin? Was, ist das nur mit dritte Decke oder was? Ah, ich meine, grundsätzlich sieht das Spiel nicht schlecht aus, ne? Also so von der Grafik her ist die schon ganz nett. Aber sieht so nach Baukasten irgendwie alles aus, finde ich. Was ist denn hier überhaupt für ein Gerät? Über dem ist der Klingelkasten? So ein Klingelschild hier. Liegt doch. Ja, lesen kann ich auch nichts. So, hier vorne hat sich Shepard, die gehen mal raus. Vielleicht ist die Tür jetzt offen. Der Tür ist inner. Hallo? Oh, guck mal. Er klopft. An answer. Ja, hast du Schlüssel? Find a way to communicate. Na, klopf mal ran. Oder rede einfach. Ach nee, wir können nicht reden. Wir haben zugeschnürte Schnute. Warte mal. Können wir eventuell den Pencil und den Block hier unten nehmen. Ach, denk doch, hör mal, neben der Achterschraube lag doch noch ein Block Papier, hör mal. So, damit können wir aber einen Scheiß machen. Soll ich jetzt machen? Irgendwie. Alter, wie sieht das aus hier? Oh,
Ah, okay, okay, okay. Ah, wir müssen selber schreiben. Aha, wer bist du? Ich sitze durch das Schiff. Nein, ey. Schön. Ah, es gibt eine Antwort. Help me. Donnerschön, das ist aber ordentlich was los hier. So, do you know how to get out of here? Okay, hast du eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Miep. Ah, okay. Hilf mir bitte. Wie bist du hierher gekommen? Das erinnert mich jetzt mal ganz kurz an. Plop! Und zwar Summer auf 58. So, how did you get there? They kidnapped me. Sie haben mich gekidnappt. Das ist ja toll. Wir haben es schon hier. Wer sind die? Ich kann mich nicht erinnern. Es sind böse Leute. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Und du? Ja, erzähl mir was über dich selbst. Die haben angefangen auf mich zu schießen und mein Auto ging kaputt. Und ich musste Schutz suchen. Sie mögen keinen Lärm. They saw lips when you sleep and do terrible things. Okay, ja, sie nähen deine Lippen zu und machen dann schlimme Sachen mit dir. How did you get here? Da kann sich nicht erinnern, lange her. Und würdest du mir helfen? Na klar, komm. Was kann ich tun? Weißt du mehr über sie? Wir schreiben also wirklich die ganze Seite voll. Da freut mich, da freut mich. They want us to suffer. Turn off the gas in the lower floor. Okay, alle klar, sie wollen, dass wir leiden und drehe das Gas im unteren Flur ab. Okay, warum läuft jetzt hier Gas? Wo haben wir das jetzt abgedreht? Oh! Okay, okay. Okay, is it our brother? Das ist doch Ethan. Vor allem Ethan hat auch tatsächlich schon so ähnliche Klamotten angehabt in Resident Evil. Ethan! Ethan! Silent Hill Sirene, wirklich? Ja, okay. Und das war anscheinend der Prolog von The Anthology of Fear. Also sagen wir mal so, die Grafik war schön irgendwie. Die war stimmungsvoll irgendwie. Ein bisschen vielleicht nicht ganz ausgewogen, was die Farbgebung angeht. Irgendwie, aber gut. Aber gut. Solide, gute Grafik irgendwie. Die Ladebildschirme fand ich jetzt nicht so cool irgendwie tatsächlich. Und irgendwie fand ich jetzt auch so ein bisschen stockernd, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es die Ladebildschirme waren oder halt einfach die Art des Storytellings irgendwie, die jetzt mir ein bisschen zu holperig war. Aber egal. Hey, es ist der Prolog irgendwie, da kann noch eine Menge passieren. Das sind ja auch nicht die finalen Spielszenen. Und wenn ihr wollt irgendwie, dass wir das Spiel im Januar auf dem Kanal bringen irgendwie, lasst mich bitte in die Kommentaren wissen. Und ansonsten lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.